herzlich willkommen Leute zu einem neuen Lost Place Abenteuer hier auf meinem Kanal. Wir befinden uns hier aktuell in einem kleinen Luftschutzbunker aus dem Zweiten Weltkrieg. Ja Leute, wir sind jetzt hier im Anfangsbereich. Der Bunker ist schon teilweise ein bisschen verschüttet. Hier hinter mir ist die erste Bunkertür. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt einmal rein und schauen uns das gemeinsam an. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. So Leute, also wie gesagt, hier gemauerter am Anfang Zugang von dem Zweiten Weltkriegsbunker, Luftschutzbunker. Wir haben keine Informationen leider darüber. Und ja, hier haben wir also den Bunker hier. Hier sind natürlich jetzt, das Bauwerk ist ja teilweise von beiden Seiten schon verschüttet worden, haben wir jetzt schon von außen gesehen. Dann haben wir hier irgendwelche verrosteten Behälter. Ich schätze mal, das werden so Eimer gewesen sein. So, dann gehen wir weiter hier. Das ist natürlich eine sehr schöne Atmosphäre, die man hier findet. Es tropft hier teilweise durch die Decke. Stalaktiten haben wir auch kleine da, also es ist eigentlich noch recht gut erhalten. So, dann haben wir hier einen Abgang. Oh Leute, Leute, zieht euch das mal rein hier. Hier haben sie natürlich aufgehört zu bauen und hier werden sie dann, denke ich mal, aufgehört haben. Da war der Steinmetzeichnung wahrscheinlich zu hart, dass sie hier nicht weiter konnten. Dann sind die natürlich weiter in eine andere Richtung gegangen. So, dann haben wir hier, Leute, zieht euch das mal rein, eine alte Gießkanne. Wahrscheinlich noch aus der Kriegszeit. Da ist sogar noch Wasser drin, Leute. Zieht euch das mal rein. Dann haben wir hier noch einen alten Topf. Aber hier werden die Leute dann wahrscheinlich ihre Suppe drin gemacht haben, ne? Der natürlich auch schon völlig zerrostet. Aber echt schön, was man hier so findet, ne? Sieht schon nice aus. So, dann gehen wir weiter. Wirklich alles hier Beton in, haben sie eingeschallt und gegossen. Diese Ovalform halt, ne? Richtig schön. So. Hier ist leider nicht mehr so viel zu sehen. Okay, hier haben wir noch einige Eisenhalter. Wahrscheinlich ging da mal die Stromleitung entlang für Licht und sowas. Ja. So, dann haben wir hier jetzt noch eine Holzverschalung. Ne? Hier sind so Hölzer halt, damit die den wahrscheinlich gießen konnten, betonieren konnten. Diese dann wahrscheinlich nie abgemacht haben. Halt mit den Eisenstützen hier noch. Sehr nice. Man sieht das auch, Leute. Diese Eisenträger, die sind gebogen in dieser halt dieser ovalen Form. Ne? Das sind zwei Teile, die überlappen sich und hier mit wurden die dann halt verschraubt bzw. miteinander verbunden, dass die dann auch halten, weil sonst wäre das ja eigentlich zu groß gewesen, die zu transportieren. Und so hat man dann zwei Teile, ne? Aber sieht schon wirklich nice aus. Oh, eine Nähmaschine. Ja, nice. Da wollte wahrscheinlich der Letzte noch seinen Schuh wieder damit flicken. Wirklich nice. So, hier liegen natürlich überall Autoreifen rum. Ja, muss natürlich auch nicht sein, ist nicht so geil. Ne? So, dann haben wir hier jetzt, hier sind wir quasi in dem Berg drin. Hier ist schon teilweise alles verbrochen, ne, wie man hier auch sieht. Alles schon eingebrochen. Die wollten den wahrscheinlich hier auch noch mal ausbauen. So, dann eine Verbindung halt zu dem anderen Bunker hier noch herkriegen. Also da, also zieht euch das mal rein, das sieht schon echt geil aus, ne? Bisschen Graffiti hier, okay. Ist natürlich sehr scheiße, aber... So, hier kann man das natürlich auch noch mal am besten sehen. Der Eisenträger. Zack, da der andere. Hiermit wurden die verschraubt und so hat man dann halt diese ovale Form, ne? So.
Hier haben wir noch eine alte Kanne. Das könnte natürlich eine Milchkanne sein. Ja, auch wieder der Verbruch. Ich weiß nicht, ob die das noch nicht geschafft haben abzubauen oder sowas, zu betonieren. Auf jeden Fall sieht man hier auch, der Beton ist richtig blau. Also das ist richtig massiver Beton gewesen. Ne? So. Dann haben wir hier auch schon wieder einen Haufen Müll. Natürlich jetzt aus der heutigen Zeit, weil da ist so eine kleine Luke, wie man sieht. Da haben die Leute halt ihren ganzen Müll hier reingeschmissen. Das muss natürlich auch nicht sein. Ne? Ja Leute, also wie gesagt, es ist nur ein kleiner Bunker jetzt. Ist nicht so spektakulär, aber wie gesagt, ein paar schöne Aufnahmen haben wir hier schon drin. Hier natürlich noch alte Schuhe, wie ihr sehen könnt. Ne? Hier ist so ein alter Lederschuh. Schuhgröße kann man natürlich jetzt nicht mehr sagen, aber das sieht schon nice aus. Dann haben wir hier jetzt noch Knochen. Das sehe ich jetzt gerade erst. Leute, hier sind Knochen. Ich weiß nicht, was das ist. Was für ein Tier. Also. Das sieht echt faszinierend aus. Dass Zähne sind und sowas. Leute, also wenn ihr wisst, was das hier für Knochen sind, schreibt das mal bitte in den Kommentaren. Ich schätze mal, das wird von entweder einer Katze oder was. Vermute ich mal. So. Ja, das wird eine Wasserleitung gewesen sein. Das sind auch noch die ganzen Rohre und sowas. So, da befindet sich auch schon wieder der Ausgang. So, dann gehen wir jetzt gemeinsam mal wieder raus, Leute. Aus dem Bauwerk. So. Müssen wir uns einmal durchquetschen. Die anderen warten nämlich draußen schon. Da sind die anderen, da ist der Ausgang. Und ich muss die Kamera jetzt einmal übergeben, weil ich muss mich hier durchquetschen. So Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn, dann lasst einen Kommentar da, ein kostenloses Abo, wenn ihr es noch nicht getan habt und einen Daumen nach oben natürlich. Bis zum nächsten Mal. Ciao.